Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, Allerheiligen ist so ein Tag, der nicht mehr recht verstanden wird, wenn wir die Nachrichten anschalten, und manchmal sind das sogar kirchliche Nachrichten, dann heißt es einfach, wir denken an die Toten. Das ist natürlich nicht ganz falsch, aber richtig ist es leider auch nicht. Ist also Allerheiligen und bindet Allerheiligen deshalb auch so wenig Gläubige, weil es so ein Tag ist wie der Tag des Baumes oder der Tag des Kindes oder, wie wir es jetzt letzte Woche erlebt haben, dass die Bischöfe aus einer Mischung aus schlechtem Gewissen und Opportunismus einen Tag der kirchlichen Missbrauchsopfer jetzt begehen wollen. Was ist ein solcher Tag, wenn wir als Christen Allerheiligen feiern oder wenn wir das Stichwort dieses Tages aufnehmen? Gedächtnis und Gedenken, Erinnerung. Ist das nur ein Denken an und wie das bei diesen ganzen Tagen der Vereinten Nationen etwa ist, dass es am Ende mündet in einen moralischen Appell? Ist das auch an Allerheiligen so? Dass wir manchmal ja als Christen ein schlechtes Gewissen haben, wohl auch zu Recht, und dass wir dann, um uns so wenig eine Hoffnung zu machen, dass wir sagen, eine ganze Reihe vielleicht sogar, nicht nur wenige, gab es, die haben es ganz gut hingekriegt und die verehren wir als Heilige und an die denken wir dann. Ich möchte Sie einladen, dass wir ein wenig diesen Staub wegwischen, um hinzuschauen, was wir als Christen verstehen, wenn wir vom Gedenken, vom Gedächtnis und Erinnerung sprechen. Das ist etwas sehr Wichtiges, weil wir uns selbst sonst nicht verstehen können. Alles, so kommt es uns in diesen Tagen besonders nahe, nicht nur durch das Geschehen in der Natur, sondern auch zu dieser Stunde, mit diesen Gottesdiensten heute und morgen hier, da wir unsere Türen schließen müssen. Alles hat ein Verfallsdatum. Es gibt überhaupt nichts Haltbares. Wir sehen das im Blick auf unsere eigene Existenz. Und selbst wenn wir gestorben sind, dann gibt es anschließend noch so etwas wie Erinnerung. Aber wenn der Letzte weg ist oder die Letzte, die sich erinnert, was ist dann? Alles löst sich auf. Es gibt kein Halten. Dies, so sagt uns die biblische Botschaft, hängt mit dem Gift zusammen, das jene Schlange im Paradies den Menschen eingegeben hat. Dass es ein Verfallsdatum gibt, in dem das, was die Zeit Gottes ist, in die der Mensch eingeladen war, zerbricht in Vergangenheit, in Gegenwart und Zukunft. Darin leben wir und darin sind wir gefangen und dem entkommen wir einfach nicht. Alles trägt ein Verfallsdatum. Und trotz Erinnerung, auch die vergeht, gibt es eine Unwiederbringlichkeit dieser Vergangenheit. Wir können uns noch so reumütig oder wehmütig oder sehnsüchtig erinnern, sie kommt einfach nicht zurück, die Vergangenheit etwa. Die Kindheit oder, wie manche sagen, das muss man immer mit Vorsicht genießen, die sogenannten guten alten Zeiten. Alles entschwindet uns in dieser Gebrochenheit der Zeit. So kommt uns das Stichwort des heutigen Tages im Gedächtnis aller Heiligen noch einmal ganz neu nah, wenn es uns in Erinnerung ruft, dass es um die Erlösung des Menschen geht, die Gott ins Werk setzt. Und zwar, indem er uns eine Erinnerung schenkt, die die Zeit, die Gebrochenheit der Zeit überwindet. Das ist die Erlösung in Christus. Wenn der Mensch auch Gott vergessen hat und deshalb in all seiner Gebrochenheit, in der Hinfälligkeit, in dem Zerfallensein leben muss, Gott hat den Menschen nicht vergessen. Gott hat sich vom Menschen nie abgewandt, sondern in Christus beugt er sich selber hinein in die Gebrochenheit dieser Zeit, unterwirft sich in Christus dieser Gebrochenheit
in dem es eine Vergangenheit gibt, eine Gegenwart und eine Zukunft. Gott nimmt in Christus diese Gebrochenheit selber an. Diese Gebrochenheit, die in Gott Platz findet, das ist unsere Erlösung, liebe Schwestern und Brüder. Seitdem ist die Zeit, das Erinnern, das Gedächtnis der Menschheit geheilt in Christus. Alexander Schmemann sagt das einmal so: Darin besteht die Erlösung, in Christus, dem vollkommenen Gott und dem vollkommenen Menschen, wird das Gedächtnis als eine lebensschaffende Macht eingesetzt. Er ist der Erlöser, weil er in seinem Gedenken aller eingedenkt ist und durch sein Gedenken alles, auch unsere Gebrochenheit, unsere Schwäche, unser Versagen, alles aufnimmt als sein eigenes Leben und uns darin Leben schenkt. Vielleicht verstehen wir neu, wenn wir gleich im Credo von der Communio Sanctorum sprechen. Denn das ist ein Begriff, der doppelt zu verstehen ist. Es geht nicht nur um die Gemeinschaft der Heiligen, auf die unser vordergründiger Blick auch heute geht, sondern es ist immer auch die Gemeinschaft des Heiligen. Meint nicht nur die Gemeinschaft der Sakramentenfeier, so wie wir heute hier sind, sondern es meint, dass wir, wenn wir die Schwelle der Liturgie überschreiten, aus der Gebrochenheit der Zeit herausgerissen sind, in die bleibende Zeit Gottes, in das Leben Gottes. Deshalb ist es wichtig, dass es, ob es uns hier weiter gibt oder nicht, dass wir solche Orte haben, damit wir auch als Kirche nicht vergessen, dass wir nicht unter dem Zerfallsdatum stehen, all dessen, was uns umgibt und was wir bei uns selber erleben, sondern dass Gott seine bleibende Zeit in Christus in diese Welt eingestiftet hat, indem er uns das Bleibende schenkt. Und dieses Bleibende, liebe Schwestern und Brüder, geschieht immer dann, wenn wir Liturgie feiern. Wenn wir unseren Blick richten auf die Gemeinschaft des Heiligen, in die wir gerufen sind, und die Gemeinschaft der Heiligen. Es sind nicht einfach Gestalten aus der Vergangenheit, die dann weg sind, sondern es ist die bleibende Gegenwart derer, die diese Zeit Gottes angenommen haben in Christus, die mit ihm die Gebrochenheit der Zeit erlitten haben, aber unter dem Vorzeichen dieses bleibenden, geheilten Lebens. So bleibt immer etwas im christlichen Leben, nicht als eine sehnsuchtsvolle Erinnerung, sondern als die große Gegenwart Gottes, als sein österliches Leben, das er uns in Christus geschenkt hat.